Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Mikroplastik in der Umwelt – kleine Teilchen, große Wirkung von Professor Christian Laforsch, gehalten am 14. Mai 2019 in Bonn. Vielen herzlichen Dank für die netten einführenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, dass Sie trotz des schönen Wetters draußen so zahlreich hier erschienen sind. Und ich möchte Sie jetzt mit in auf einen Kurs nehmen oder Exkurs nehmen zur Thematik Plastikmüll und Mikroplastik in der Umwelt. Und ich habe mir erlaubt, den Vortragstitel ein wenig zu ändern in kleine Teilchen, große Wirkung, Fragezeichen. Und Sie haben bestimmt schon in den letzten Monaten und Jahren und Wochen sehr viel zur Thematik Mikroplastik in den Medien gehört. Das heißt, es findet sich fast keine Woche mehr, in denen in den Medien kein Bericht zur Thematik Plastikmüll oder Mikroplastik zu finden ist. Allerdings ist aus wissenschaftlicher Sicht die Thematik schon relativ alt. Denn der erste Bericht zu Mikroplastik in den marinen Ökosystemen wurde bereits 1972 in der sehr renommierten Fachzeitschrift Science publiziert. Und danach war erstmal Ruhe um die Thematik. Denn weder die Wissenschaftswelt noch die Öffentlichkeit hat sich stark mit dieser Thematik befasst. Und die Thematik hat erst dann wieder Fahrt aufgenommen, als fast oder über 30 Jahre später Richard Thompson 2004 ebenfalls in Science dieses Paper publiziert hat, Lost at Sea, Where's All the Plastics? Und seit dieser Zeit hat sich sowohl die wissenschaftliche Welt als auch natürlich die Öffentlichkeit sehr stark mit dieser Thematik beschäftigt. Und der gleiche Autor hat fast 10 Jahre später gefordert, Plastikmüll als Gefahrenstoff einzustufen. Aber, und ich möchte hier jetzt bewusst die Begrifflichkeit wechseln, Plastik oder Kunststoffe per se sind erstmal kein Gefahrenstoff, sondern eine ziemliche Erfolgsstory. Denn seit der Einführung der ersten Kunststoffprodukte um 1900 sind Kunststoffprodukte aus keinem Industriezweig mehr wegdenkbar, sei es die Automobilindustrie oder die Biomedizin. Dementsprechend finden sich in unserem Alltag unglaublich viele Kunststoffprodukte. Unser Morgen beginnt im Regelfall, hoffe ich für jeden, mit Plastik und unser täglicher Einkauf ist von sehr vielen Plastikprodukten umgeben. Denn Plastikprodukte halten natürlich unsere Lebensmittel länger frisch und sind für lange Transportwege natürlich auch oder haben für lange Transportwege dann auch eine bessere CO2-Bilanz. Aus diesem Grund finden sich Kunststoffe natürlich auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Wissenschaft komme ich an Kunststoffen gar nicht mehr vorbei und auch in der medizinischen Forschung und in der Klinik sind Kunststoffprodukte unabdingbar. Daher sind Kunststoffe natürlich auch ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor, an der kunststoffverarbeitenden Industrie hängen dabei sehr viele Arbeitsplätze und natürlich auch sehr viele Steuereinnahmen hängen dabei an der kunststoffverarbeitenden Industrie. Aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass die weltweite Kunststoffproduktion seit der Entwicklung der Nylonstrümpfe ungefähr um 1950 von 1,7 Millionen Tonnen fast exponentiell auf über 348 Millionen Tonnen im Jahr 2017 angestiegen sind. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist dieser Problemlöser eigentlich zum Problem geworden? 40% der kunststoffverarbeitenden Industrie liegen in der Verpackungsindustrie und darin liegt auch schon ein Teil des Problems begründet. Und ich möchte wirklich betonen, nur ein Teil des Problems begründet. Denn wahrscheinlich sind auch Ihnen in Bonn diese Bilder nicht ganz fremd. Das heißt, sehr viel am Verpackungsmüll wird dabei unsachgemäß entsorgt. Und diese Wegwerfgesellschaft wird eigentlich schon seit den 60er Jahren propagiert. Das heißt, was wir benutzen, können wir auch wieder wegschmeißen, ohne es wiederzuverwenden. Dementsprechend schätzt das Weltwirtschaftsforum mittlerweile, dass 32% allein nur des Verpackungsmülls unsachgemäß in die Umwelt entsorgt wird. Und was passiert nun mit diesem unsachgemäß entsorgten Müll in unserer Umwelt? Und das ist eine meiner Lieblingswerbungen aus der Verpackungsindustrie. Flexible plastic packaging can go places some others can't. Und damit haben Sie natürlich recht, denn über den Wind und über Wasserströmungen wird Kunststoffmüll in alle Ecken unserer Erde verdriftet. Momentan wird prognostiziert, dass die Abbauzeit von unterschiedlichen Kunststoffsorten bei über 100 Jahren liegen würde. Und das würde bedeuten, dass alles an Kunststoffmüll, das wir bis dato in die Umwelt eingebracht haben, immer noch als Kunststoffmüll in der Umwelt vorliegen würde. Entweder als großer Plastikmüll oder als kleine Kunststofffragmente. Dabei sehen Sie aber hier schon wieder eines meiner Fragezeichen. Denn eigentlich ist noch gar nicht bekannt, wie lange tatsächlich
die unterschiedlichen Kunststoffsorten in der Umwelt persistent sind. Das heißt, man weiß eigentlich noch gar nicht, wie lange es braucht, bis beispielsweise eine Plastikflasche tatsächlich in der Umwelt abgebaut wird. Und selbst sogenannte biodegradierbare Kunststoffe, und das war eine Studie, die ich zusammen mit meinem Kollegen Andreas Greiner durchgeführt habe, sind unter tatsächlichen Umweltbedingungen, sprich im Meer und im Süßwasser, auch nur sehr schwer oder auch gar nicht abbaubar. Was passiert nun mit diesem ganzen Kunststoff in unserer Umwelt? Ein Großteil des Mülls, und Schätzungen gehen davon aus, dass 50-80% des Mülls, das in den Meeren gefunden wird, landbasiert sind. Das heißt, wird über die Flüsse in unsere Weltmeere eingetragen. Und hier sehen Sie ein sehr drastisches Beispiel. Das ist der Citarum River in Indonesien. Und was Sie hier sehen, ist keine bunt gepflasterte Straße, sondern tatsächlich Kunststoffmüll, der an der Flussoberfläche treibt. Das heißt, hier haben Sie ein Flussufer und hier ist das andere Flussufer. Zum Glück sieht dieser Citarum River mittlerweile ein bisschen anders aus, denn wir hatten letztes Jahr ein Projekt auch in Indonesien und mittlerweile wird der Kunststoffmüll auch aus dem Fluss genommen, sodass der Citarum River auch schon ein bisschen anders aussieht. Trotzdem gehen Schätzungen davon aus, dass zwischen 2 und 12 Millionen Tonnen jährlich über unsere Flüsse in die Weltmeere eingetragen werden. Und wer sich das nicht gut vorstellen kann, wie viel das an Menge ausmacht, habe ich hier ein kleines Rechenbeispiel. Sie haben wahrscheinlich auch den gelben Sack. Und ein gelber Sack hat ein Volumen von ca. 60 Liter und je nach Befüllung wiegt zwischen 1 und 5 Kilogramm. Und es ist doch eine ordentliche Menge an gelben Säcken, die jährlich über Flüsse in die marinen Ökosysteme eingetragen werden. Dabei haben Sie wahrscheinlich schon gehört, dass das meiste an Plastikmüll oder viel an Plastikmüll an der Meeresoberfläche treibt. Dabei gehen Schätzungen davon aus, dass ca. 5 Billionen Plastikpartikel auf der Meeresoberfläche treiben könnten. Und hierbei wurde postuliert, dass es sogenannte Garbage Patches gibt, wie beispielsweise den Great Pacific Garbage Patch. Und jetzt komme ich mal ein bisschen näher zu Ihnen, denn es wird das Ganze interaktiv werden. Wer hat denn schon mal vom Great Pacific Garbage Patch gehört? Doch einige. Und das heißt, wie stellen Sie sich denn diesen Great Pacific Garbage Patch vor? Oder wie wurde der dargestellt? Ich meine, da wurde so geschrieben, dass er so groß wie Frankreich ist. Also unvorstellbar. Das heißt, Sie gehen davon aus, das ist ein Müllteppich oder eine riesige schwimmende Plastikinsel. Das ist so, wie der Great Pacific Garbage Patch und diese großen Müllansammlungen auch immer dargestellt werden. Allerdings gibt es zur Ausdehnung und der Müllmenge, die man da drin findet, eigentlich noch wenig fundierte Daten. Und obgleich es meistens so dargestellt wird, zum Beispiel, dass dort ein riesiger schwimmender Plastikteppich zu finden ist, der viermal so groß sei wie Deutschland, handelt es sich hierbei tatsächlich um einen urbanen Mythos. Es gibt keine riesigen schwimmenden Plastikteppiche oder Plastikinseln auf den Weltmeeren. Es gibt auch keine großen Plastikinseln auf den Weltmeeren, denn durch Satelliten- oder Luftbildaufnahmen sind diese riesigen Müllteppiche gar nicht erkennbar. Es handelt sich dabei hauptsächlich um kleine, unterhalb der Wasseroberfläche treibende Plastikpartikel. So sieht der Great Pacific Garbage Patch tatsächlich aus, von der Luft aus gesehen. Zum Glück immer noch blau. Und dies bedeutet, nur diese roten umkreisten Partikel, dabei handelt es sich um Plastikfragmente. Die grün umrandeten Partikel sind organischen Ursprungs und die weiß umrandeten Partikel sind Luftblasen. Allerdings finden sich in den großen ozeanischen Wirbeln, wie hier dargestellt, trotzdem eine große Ansammlung von Kunststofffragmenten, allerdings wirklich hauptsächlich kleine Fragmente unterhalb der Wasseroberfläche. Die Bilder, die Sie aus dem Internet kennen mit den riesigen schwimmenden Plastikinseln, die sind hauptsächlich aus Flussmündungen, wo nach Regenereignissen große Mengen an Plastik in das Meer eingetragen werden. Das heißt, auf dem Great Pacific Garbage Patch oder in den großen ozeanischen Wirbeln werden Sie diese großen schwimmenden Plastikinseln nicht finden. Allerdings gibt es dort auch schon größere Mengen, bis zu 2,5 Kilo pro Quadratkilometer an kleinen Plastikfragmenten. Und Plastik ist sehr leicht, die man dort findet. Was weniger bekannt ist, dass ein großer Anteil des Plastikmülls, der in die Weltmeere gelangt, auf dem Meeresgrund gelangt. Denn selbst Plastikpartikel oder Plastikfragmente, die erstmal so leicht sind, dass sie auf der Wasseroberfläche schwimmen, werden von Organismen besiedelt, werden dann schwerer und sinken auf dem Meeresgrund, sodass mittlerweile Schätzungen davon ausgehen, dass 70% des Mülls, das wir in den Meeren finden, tatsächlich sich auf dem Meeresgrund befindet. Und hierbei findet man dieses Plastikmüll nicht nur wie hier in ufernahen Gebieten, sondern Plastikmüll findet man mittlerweile selbst in Tiefseegräben.
wie hier von Kollegen des Alfred-Wegener-Instituts gezeigt, im Hausgarten zwischen Island und Grönland. Selbst dort finden sich große Mengen an Plastikmüll und eine amerikanische Gruppe hat erst vor kurzem, vielleicht haben Sie es in den Medien gelesen, im Marianengraben auf 11.000 Metern Tiefe ebenfalls Plastikmüll gefunden. Das heißt, Plastikmüll ist überall zu finden. Und auch diese Bilder kennen Sie wahrscheinlich alles. Ein Teil des Plastikmülls wird natürlich dann wiederum an Strände zurückgespült, wobei es mittlerweile einen Strand auf Hawaii gibt, den sogenannten Plastic Beach. Und an diesem Strand bilden sich mittlerweile sogenannte Plastiksteine. Das sind Verpackungen von Sediment und Plastik, die möglicherweise späteren Generationen als Anzeiger unseres Plastic Age dienen werden. Das bedeutet, Plastikmüll ist einfach überall auf unserer Erdoberfläche zu finden. Allerdings bleibt dieses Makroplastik, dieser große Plastikmüll, nicht so groß wie er ist, sondern durch mechanische Belastung und UV-Strahlung wird der Kunststoff spröder und es entsteht dabei sogenanntes Mikroplastik. Ist nicht wissenschaftlich ganz korrekt, denn Mikroplastik wird definiert als alle Plastikfragmente, die kleiner als 5 mm sind. Das Ganze hat einen historischen Grund, denn am Anfang hat man Mikroplastik definiert nur als kleine Teilchen. Und irgendwann ist man dazu übergegangen, dass man bei der Definition geblieben ist, sodass Mikroplastik mittlerweile Plastikfragmente sind, die kleiner als 5 mm sind. Dabei gibt es unterschiedliche Quellen von Mikroplastik in die Umwelt und vor kurzem hat der Spiegel noch 4 verschiedene Quellen aufgezeigt. Zum einen natürlich der zermahlene Großmüll aus Kunststoff, der dann zu Mikroplastik führt. Aber auch das Rohmaterial für die Kunststoffherstellung findet man mittlerweile weltweit an allen Stränden, aber auch an den meisten Flussufern, sodass hier sieht man 50-Pence-Stück und hier diese Rohplastikpellets, aus denen die Kunststoffe generiert werden. Das heißt, auch diese Plastikpellets gehen leider Gottes in der Produktion sehr häufig verloren und beim Transport, sodass die weltweit an allen Stränden mittlerweile gefunden werden. Zudem kann auch Mikroplastik, das in Haushaltsreinigern oder Kosmetika vorhanden ist, in die Umwelt gelangen. Das ist das sogenannte primäre Mikroplastik. Das war auch eine Zeit lang sehr stark in der Presse vertreten. Und natürlich auch Kunststofffasern aus synthetischer Kleidung. Obgleich dieser Artikel noch nicht ganz so alt ist, gibt es natürlich auch noch weitere Quellen für Mikroplastik in die Umwelt. Ich möchte nur einige nennen. Abrieb aus der Bauindustrie. Es ist eine sehr große Quelle von Mikroplastik in der Umwelt. Dann natürlich aus dem Verkehrsbereich. Da es ist vor allem Reifenabrieb zu nennen, auch das ist sehr stark in den Medien vertreten. Und natürlich auch Kunststoffprodukte, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Mir ist heute bei der Zugfahrt aufgefallen, dass auch hier ganz große Flächen, Agrarflächen zugedeckt sind mit Plastik. Und das ist natürlich auch eine Quelle für Mikroplastik in die Umwelt. Dabei gibt es natürlich von diesen Quellen unterschiedliche Eintragspfade. Entweder wird mit dem Regen das Mikroplastik in die Gewässer beispielsweise eingeschwemmt oder es gelangt in die Kanalisation. Und dann hängt es vom Design der Kläranlage ab, wie viel Mikroplastik zurückgehalten wird. Bei großen Regenereignissen wird oft über Regen- und Mischwasserentlastungen alles 1:1 wieder in die Umwelt entlassen, was leicht ist und was an der Oberfläche schwimmt. Und natürlich wird auch einiges im Klärschlamm zurückgehalten. Also das meiste wird eigentlich im Klärschlamm zurückgehalten, aber dann kommt es darauf an, was passiert mit dem Klärschlamm. Wenn der Klärschlamm verbrannt wird, wird natürlich auch das Mikroplastik mit verbrannt. Wenn der Klärschlamm wieder auf Ackerflächen ausgebracht wird, wird das Mikroplastik ebenfalls auf die Ackerflächen ausgebracht. Und dementsprechend schätzt eine Studie von Fraunhofer Umsicht, dass ca. 35% von Mikroplastik, das in die Kläranlagen gelangt, über den Klärschlamm deutschlandweit wieder auf unsere Ackerflächen aufgebracht wird. Dabei ist momentan noch sehr wenig untersucht, wie viel Mikroplastik tatsächlich auch über die Luft verbreitet wird. Und wir haben selbst Studien dazu durchgeführt und ich, selbst wenn ich hier jetzt eine Petrischale aufstellen würde, die dann nach meinem Vortrag zudecken würde, wieder mit ins Labor nehmen würde, würde ich selbst in diesem Raum hier relativ viel Mikroplastik finden. Das heißt, egal wo man nach Mikroplastik sucht, man findet Mikroplastik. Dementsprechend sind die Eintragspfade in die Ozeane natürlich sehr vielfältig und es ist nicht verwunderlich, dass man überall in unseren Ozeanen Mikroplastik findet. Schätzungen von Zeit Online gehen von einer enormen Menge an kleinen Plastikteilchen aus, die man nur in den Ozeanen findet. Und man kann dabei sagen, dass man wirklich Mikroplastik überall findet. Von der Tiefsee bis hin zur Wasseroberfläche,
von der Arktis, wieder hier eine Studie von unseren Kollegen vom Alfred-Wegener-Institut, bis hin zu unbewohnten tropischen Inseln. Das heißt, Mikroplastik findet man wirklich überall auf der Erde. Überall, wo wir nach Mikroplastik suchen, werden wir Mikroplastik finden. Dementsprechend hat sich mir schon vor ein paar Jahren die Frage gestellt, ist das Ganze wirklich nur ein Problem, das die Meere betrifft? So wird es ja immer dargestellt, dass das Plastikproblem eigentlich ein Problem der Meere ist. Und das würde bedeuten, naja, das Meer ist schon wichtig, aber wir leben ja alle nicht so am Meer, deswegen ist es mehr oder weniger aus den Augen, aus dem Sinn. Es betrifft uns viel mehr, wenn es tatsächlich vor der eigenen Haustür ist. Und das ist auch das, was wir gerade momentan, auch was die Resonanz betrifft, merken. Dabei wurden Süßgewässer, wie gerade dargestellt, bis dato immer nur tatsächlich als Eintragspfad für die marine Kontamination gesehen. Wie auch hier in dem Vortrag, es geht hauptsächlich auch immer noch um Plastik im Meer. Allerdings sind Süßgewässer nicht nur Eintragspfade für die marine Kontamination, sondern ebenfalls Senken für Mikroplastik, ähnlich wie Marinesysteme. Und dies konnten wir in unserer Arbeitsgruppe damals noch in München auch schon zeigen am Beispiel des Gardasees. Das heißt, wir haben im Gardasee ähnlich große Mengen an Mikroplastik gefunden, wie wir in Marinesystemen finden. Wir waren dabei natürlich nicht die einzige Gruppe, die dann nach Mikroplastik in Süßgewässern geforscht hat. Und egal, ob man in sehr stark urbanisierten Gebieten wie in den Great Lakes nach Mikroplastik forscht oder in sehr entlegenen Gebieten wie in mongolischen Seen, es findet sich überall große Mengen an Mikroplastik. Ähnliches gilt natürlich auch für Flüsse. Sie haben ja vorher schon das Bild gesehen der großen Makroplastikbelastung von Flüssen. Auch Flüsse sind natürlich mit Mikroplastik belastet. Und wir haben hierzu die erste vergleichende Studie mit 5 Bundesländern durchgeführt und dabei festgestellt, dass unsere Flüsse natürlich auf den ersten Blick zum Glück nicht so aussehen wie der Citarum River. Aber wenn man mal ein bisschen genauer schaut, und ich habe jetzt eine Stichprobe, die wir genommen haben, mal von der Oberfläche fotografiert, mitgebracht. Und jeder einzelne weiße Punkt, den Sie hier sehen, dabei handelt es sich um ein Polystyrolkügelchen. Das heißt, in Deutschland ist weniger Makroplastik das Problem, sondern wir haben gleich mehr Mikroplastik im System. Und dies deckt sich auch wiederum mit der Studie von Fraunhofer Umsicht, denn die gehen davon aus, dass in Deutschland weniger Makroplastik in die Umwelt eingebracht wird, sondern gleich das Plastik als Mikroplastikfragment eingebracht wird, nämlich fast zu 3/4 in der Anteiligen Fraktion. Das heißt, das sind beispielsweise hier mal Mikroplastikpartikel, die wir gefunden haben bei unseren Untersuchungen. Man sieht, dass es Fragmente von irgendwas sind. Und dabei haben wir je nach Probe zwischen 3 und über 200 Partikel pro Kubikmeter Wasseroberfläche gefunden. Wenn man sich diese Mikroplastikpartikel noch mal genauer anschaut, das hier sind Bilder vom Raster-Elektronenmikroskop, sieht man, dass diese Mikroplastikpartikel in immer noch kleinere Partikel zerfallen. Das bedeutet, dass wir nicht nur Mikroplastik, sondern ebenfalls dann wahrscheinlich auch Nanoplastik in der Umwelt finden. Und je besser die analytischen Methoden werden, und das ist ebenfalls eine Studie von uns, umso mehr kleinere Partikel findet man auch in den Umweltproben. Und dies bedeutet, dass wir momentan wahrscheinlich erst die Spitze des Eisbergs detektiert haben. Und je besser die analytischen Methoden werden, umso mehr Plastik werden wir als Wissenschaftler auch in der Umwelt finden. Und obgleich wir in den Süßgewässern genauso wie im Meer, was die methodische Entwicklung betrifft, immer noch in der Entwicklungsphase sind, beginnt die Historie dritter Teil, nämlich Mikroplastik und generell Plastikmüll auf terrestrischen Flächen, das heißt Mikroplastik an Land. Und das ist sehr verwunderlich und das wurde auch letztes Jahr in Science in einem Opinion Paper dargestellt, dass es eigentlich sehr erstaunlich ist, dass sich die Wissenschaft auf das marine Ökosystem konzentriert hat, obgleich eigentlich das meiste Plastik an Land in unsere Umwelt gelangt. Deswegen wurde erst das marine System untersucht, dann Süßgewässer untersucht und erst seit letztem Jahr werden tatsächlich auch terrestrische Ökosysteme untersucht. Und dabei findet man auch nicht überraschend relativ große Mengen an Kunststoffen. Und hierbei haben wir auch beispielsweise landwirtschaftlich genutzte Flächen untersucht, aber jetzt nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen wie diese hier, in denen sehr viel Kunststoffe verwendet werden, sondern ganz konventionell bewirtschaftete landwirtschaftliche Flächen, in denen eigentlich kein Plastik verwendet wird. Und wie unsere Studie, die wir vor ein paar Monaten publiziert haben, gezeigt hat, findet man auch auf Ackerflächen sowohl sehr viel Makro- als auch Mikroplastik.
selbst auf Ackerflächen, in denen eigentlich kein Kunststoff verwendet wird. Und das bedeutet, dass natürlich in den Ackerflächen, in denen Kunststoffprodukte verwendet werden, sich wahrscheinlich eine viel höhere Zahl an Mikroplastik finden wird. So sehen diese Kunststoffprodukte aus, meistens Reste von Folien, aber auch Reste von irgendwelchen kleingeriebenen Produkten. Und jetzt stellt man sich die Frage, wie kommt es überhaupt auf diese Ackerflächen? Und auch hierzu haben wir eine Studie durchgeführt. Eines der Eintragspfade, und ich möchte bewusst sagen, wirklich nur eines der Eintragspfade, ist der organische Dünger, der tatsächlich als Biodünger auch mitverkauft wird. Denn wir konnten zeigen, dass in diesem organischen Dünger sich auch sehr viel Mikroplastik befindet. Denn eigentlich ist es ganz gut, wenn man organische Abfälle wiederverwertet. Man kann dadurch ressourcenschonend Energie gewinnen und natürlich auch Nährstoffe wieder auf die Äcker zurückführen. Allerdings, wenn man sich das Ausgangsmaterial näher betrachtet, und das kennt leider wahrscheinlich jeder aus der eigenen Biotonne, sieht die eigene Biotonne so aus, und auch Gartenabfälle sind oftmals sehr stark mit Plastik kontaminiert. Noch drastischer ist das Ganze, wenn man organische Abfälle sich aus Supermärkten betrachtet. Das heißt, dort sieht man weniger die organischen Produkte, sondern eigentlich mehr die Verpackung. Und wie Sie hier sehen, werden diese organischen Produkte oder besser gesagt diese ganzen Abfälle gepresst. Und über diese Pressung entstehen natürlich dann auch kleine Fragmente, die dann in dem Ausgangsmaterial für Kompostieranlagen und Biogasanlagen landen. In diesen Kompostier- und Biogasanlagen werden die großen Plastikfragmente manuell aussortiert und natürlich auch gesiebt, wobei die größte oder die kleinste Maschenweite im Regelfall so um die 8 mm ist. Und das bedeutet, alles, was kleiner als 8 mm ist, geht durch und geht dann in den Kompostierprozess mit ein. Und laut der Düngemittelverordnung sind auch zu Zeiten von Mikroplastik Partikel, die kleiner als 2 mm sind, immer noch keine Störstoffe in dem entsprechenden Kompost. Deswegen, wenn man sich den Kompost anschaut, war für uns gar nicht mehr die Frage, finden wir überhaupt Kunststoffe im Kompost? Das sieht man mit bloßem Auge, sondern eigentlich nur noch, wie viel Kunststoffe finden wir im Kompost. Dabei, wenn man sich das Ausgangsmaterial anschaut, Abfälle aus der oder organische Abfälle aus der Landwirtschaft oder Energiepflanzen bei Biogasanlagen, findet man so gut wie keine Mikroplastikpartikel. Ein anderes Bild ergibt sich allerdings schon im Kompost, wenn dieser gefüttert wird, die Biogasanlagen, mit Haushaltsmüll. Dort finden sich schon teilweise über 100 Partikel von Mikroplastik in 1 Kilogramm Trockengewicht von dem Kompost. Und das ist nicht sehr viel. Das heißt, das ist zwei Hände voll, in denen man dann 100 Partikel findet. Und wie nicht weiter verwunderlich, in dem Kompost, der aus organischem Abfall aus Supermärkten entsteht, wie man hier sieht, findet man bis zu 900 Partikel pro Kilogramm. Das war schon gar nicht mehr so, dass wir irgendwas identifizieren mussten, sondern man hat es relativ gut mit bloßem Auge gesehen, wie viel Mikroplastik sich tatsächlich in diesem Kompost befindet. Und allein nur über diesen Eintragspfad gelangen mehrere Milliarden Mikroplastikpartikel auf unsere Ackerflächen jedes Jahr. Und das ist nur einer der Eintragspfade. Vorher hatte ich ja auch schon den Klärschlamm erwähnt. Und es gibt noch weitere Eintragspfade. Das heißt, auch unsere terrestrischen Flächen sind wahrscheinlich sehr stark mit Mikroplastik belastet. Auch hier haben wir natürlich erstmals die Spitze des Eisbergs detektiert. Allerdings gehen aktuelle Schätzungen davon aus, dass wir wahrscheinlich auf terrestrischen Ökosystemen mehr Plastik finden werden wie in den marinen Ökosystemen, sodass die Problematik noch stärker werden wird. Und vor allem, das ist das Ökosystem, das tatsächlich vor unserer Haustür sich befindet. Jetzt stellt sich die Frage, was sagen uns die Zahlen überhaupt? Milliarden von Mikroplastikpartikeln in der Umwelt. Man hat zum Glück ja immer noch mehrere Milliarden an natürlichen Partikeln, die wir in der Umwelt finden. Dabei muss man bedenken, dass momentane Studien, die man selbst in den wissenschaftlichen Zeitschriften liest, alle mit unterschiedlichen Methoden generiert worden sind. Das heißt, die Werte, die man dort liest, sind die meisten nicht miteinander vergleichbar. Denn jeder hat andere Methoden verwendet, jeder hat andere Proben genommen. Das heißt, die gesamte Methodik ist alles andere als harmonisiert. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist von Kollegen aus Österreich. Das waren auch Tierökologen und die haben eigentlich nach Fischlarven in der Donau gesucht und hatten in den Netzen dann plötzlich nur noch Plastik. Und haben dann hochgerechnet, dass pro Tag 4,2 Tonnen Plastik über die Donau ins Schwarze Meer eingetragen wird. Da waren das österreichische Umweltbundesamt nicht ganz so erfreut über diese Veröffentlichung und haben dann eigene Studien durchgeführt
und dann festgestellt in ihren Studien, dass nur zwischen 25 und 145 Kilogramm Plastik pro Tag ins Schwarze Meer eingetragen wird. Und das ist doch eine gewisse Diskrepanz. Und woran liegt diese gewisse Diskrepanz begründet? Es liegt darin begründet, dass alle Studien, die Sie bis dato zu Mikroplastik gelesen haben, tatsächlich nur Momentaufnahmen sind. Das heißt, es wurde an einer Stelle zu einem, an einem bestimmten Zeitpunkt zu, an einer Stelle nur die Probe genommen. Und da Mikroplastik nicht homogen in der Umwelt verteilt ist, kann es bedeuten, dass wenn ich heute an dieser Stelle die Proben nehme, ich sehr viel finde, ich aber morgen dort wiederum Proben nehme und überhaupt kein Mikroplastikpartikel finde. Und dementsprechend sind alle Werte, die Sie momentan gesehen haben, immer noch mit Bedacht zu sehen, da es noch keine wirklich gut replizierten Messungen hierfür gibt. Zudem sind sehr viele Studien, und das wundert mich selber immer noch, vor allem im Marinensystem, einfach visuell inspiziert worden, ob es sich um Mikroplastik handelt oder nicht. Und ich kann zwar mit bloßem Auge sehr gut sagen, dass das hier Plastik ist und das hier Glas. Je kleiner diese Partikel aber werden, das heißt, wenn es kleiner ist wie das Durchmesser eines Haares, selbst wenn ich ein Mikroskop verwende, würde ich persönlich mir nicht zutrauen zu sagen, es handelt sich um Plastik oder es handelt sich um kein Plastik. Dementsprechend ist es verwunderlich, dass sehr viele Studien allein nur durch visuelle Inspektion den Review-Prozess überstanden haben, den normalen wissenschaftlichen. Das heißt, sehr viele Studien zu Werten von Mikroplastik sind mit Bedacht zu sehen. Und Kollegen vom Alfred-Wegener-Institut haben mal eine Probe reanalysiert eines Umweltamtes. Ich möchte nicht sagen, welches Umweltamtes, aber sie haben es einfach reanalysiert. Und die haben 100% als Mikroplastik identifiziert und es wurde dann mit spektroskopischen Methoden kontrolliert und nur 1,4% des, was als Mikroplastik identifiziert wurde, waren tatsächlich synthetische Polymere, die gefunden worden sind. Deswegen sind alle Studien, wie schon gesagt, die nur visuell identifiziert sind, mit Bedacht zu sehen. Das heißt, eine visuelle Identifikation ist eigentlich abzuraten, wenn es um die Analyse von Mikroplastik geht. Ein weiterer erschwerender Punkt ist die Analyse von Mikroplastik. Die meisten stellen sich das wahrscheinlich relativ einfach vor. Man zählt einfach die Plastikpartikelchen, die man findet, und hat innerhalb von ein paar Tagen das Ergebnis. Allerdings ist es im Endeffekt meist eine Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Und es ist nur ganz selten so, und das sind ganz große Fragmente, das hier ist meine Hand am Plastic Beach auf Hawaii. Da ist es tatsächlich so, dass, wie man hier sieht, relativ viel Plastik angeschwemmt wird. Das heißt, man hat an diesem Plastic Beach tatsächlich, würde ich mal sagen, 95% Plastik, was angeschwemmt wird, und nur 5% organisches Material. Eigentlich soll es andersrum sein, zumindest. Und dabei, wenn man Mikroplastik analysieren möchte, muss man sich erstmal überlegen, was ist eigentlich eine repräsentative Stichprobe in der Umwelt? Das bedeutet, wenn man Wasserproben von der Oberfläche nimmt, erstmal ist schon sowieso die Frage, nimmt man die Proben nur an der Wasseroberfläche, wie sie meist genommen werden, nimmt man sie im Wasserkörper oder nimmt man sie mehr oder weniger am Grund? Die meisten Proben werden an der Wasseroberfläche genommen und dabei meist mit Netzsystemen, wie hier diesem Manta-Netz. Dabei kann man natürlich nur eine bestimmte Fraktion von diesem Mikroplastik, im Regelfall bis 300 Mikrometer, vollquantitativ aufnehmen. Und so ein Manta-Netz setzt sich natürlich auch sehr schnell zu. Deswegen gibt es mittlerweile Entwicklungen, wie die hier diese, hat noch keinen Namen, Filterkaskade, die wir in Zusammenarbeit mit Nägele und Vier Jena entwickelt haben, wo tatsächlich dann unterschiedliche Fraktionen beprobt werden in den entsprechenden Wasserkörper, sodass man auch mehr Volumen untersuchen kann, sodass man nicht nur kleine Volumina untersuchen kann. Ein gleiches Problem ergibt sich natürlich auch, wenn man die Proben an Land nimmt. Das heißt, nehme ich jetzt hier, wie hier am See, nur an der Schwemmzone oder nehme ich die Proben weiter hinten? Und dabei unterscheiden sich die Mikroplastikmengen, die man findet, sehr, sehr stark. Das heißt, manche haben hier Proben genommen, manche haben hier Proben genommen und deswegen sind viele Proben noch sehr schwer miteinander vergleichbar, die Studien, die dazu durchgeführt worden sind. Wie geht es dann weiter? Im Endeffekt, wenn man Mikroplastik analysiert, hat man, wenn ich das so salopp sagen darf, erstmal einen Eimer voll Dreck vor sich. Und aus diesem Eimer voll Dreck, wo natürlich hauptsächlich natürliches partikuläres Material vorkommt, muss man versuchen, die potenziellen Plastikpartikel zu isolieren. Und hierfür kann man beispielsweise Dichtetrennmethoden, um das Sediment von dem Plastik abtrennen. Denn mit den entsprechenden Dichtetrennflüssigkeiten hat man die Möglichkeit, die meisten handelsüblichen Kunststoffe von Sediment abzutrennen.
Trotzdem ergeben sich nachher immer noch große Probleme, denn natürlich hat das meiste organische Material, wie auch hier bei den Wasserproben, was Reste von Pflanzen sein können, aber auch von Insekten oder Krebspanzern, oftmals dieselbe Dichte wie die synthetischen Polymere. Und die muss man dann eben auch voneinander trennen. Hierfür haben auch unsere Gruppe Methoden entwickelt, beispielsweise eine Dichtetrennapparatur, die sich MPSS nennt, Munich Plastic Sediment Separator, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut eine enzymatische Trennmethode, die sehr gut funktioniert. Allerdings braucht man dafür sehr viel Geduld. Denn eine Umweltprobe, nur eine einzige Umweltprobe, dauert immer noch zwischen 2 und 6 Wochen, bis die Probe analysiert ist. Das heißt, es ist ein sehr zeitaufwendiges Geschäft, um tatsächlich Mikroplastikproben in der Umwelt zu analysieren. Dann wird alles, was auf dem Filter sich befindet, entweder thermoanalytisch oder mit spektroskopischen Verfahren analysiert. Und dabei haben wir auch schon sehr große Fortschritte gemacht. In der Gardasee-Studie haben wir für so einen Filter noch circa 3 Wochen gebraucht, um Partikel für Partikel zu analysieren. Mittlerweile haben wir eine entsprechende Software auch mitentwickeln lassen, sodass wir 5 Minuten für einen Filter brauchen. Und was man hier auch sieht, obwohl sehr viel vielleicht nach Kunststoffen aussieht, sind nur diese hier rot und blau unterlegten Partikel auf diesem Filter tatsächlich Mikroplastikpartikel, die man findet. Zudem muss man auch noch bedenken, wenn man Berichte zu Mikroplastik in den Medien findet, dass oftmals die Daten sehr, ich möchte mal sagen, medienwirksam aufbereitet werden. Denn es macht natürlich mehr her, wenn man sagt, man hat ein paar Millionen Plastikpartikel pro Quadratkilometer Flussoberfläche gefunden. Und es ist weniger sexy, wenn man sagt, man hat einen Partikel pro Quadratmeter Oberfläche gefunden. Also deswegen sollte man natürlich bestimmte Berichte auch noch mit Bedacht sehen. Trotzdem findet sich Mikroplastik überall in unserer Umwelt. Und jetzt stellt sich die Frage, was macht es überhaupt aus, dass wir Plastik in der Umwelt finden? Denn möglicherweise ist es ja nur ein ästhetisches Problem. Es schaut nicht besonders toll aus, wenn wir Müll in der Umwelt rumliegen lassen, und es hat gar keinen weiteren Effekt. Denn jeder will natürlich an so einem Strand Urlaub machen und nicht an einem naturbelassenen Strand mittlerweile. Und zudem gibt es auch noch weitere negative Effekte. Beispielsweise ist es eine Verschwendung von Ressourcen, wenn wir Plastik in die Umwelt unsachgemäß entsorgen. Allerdings, was uns tatsächlich an dieser Thematik bewegt, ist, dass es möglicherweise Effekte auf Organismen, Ökosysteme und letztendlich auch auf unsere Gesundheit haben könnte. Und das ist sehr schön dargestellt in diesem Plakat: You see the difference, a turtle does not. Denn sehr viele Organismen verwechseln Kunststoffprodukte mit natürlicher Nahrung. Eines der bekanntesten Beispiele sind Meeresschildkröten, die gerne Quallen fressen und diese Plastiktüten mit Quallen verwechseln und somit an diesen Plastiktüten dann verenden. Ein weiteres bekanntes Beispiel sind Seevögel. Auch die nehmen sehr viel Plastik von der Meeresoberfläche auf. Und was Sie hier sehen, ist der Mageninhalt von nur einem Albatrosjungen. Denn die Elternvögel bringen die Nahrung zu diesem Jungvogel, würgen das Plastik hoch, füttern dann den Jungvogel mit Plastik und der verendet dann an diesen Plastikpartikeln. Und dadurch sind in manchen Regionen der Welt die Seevögelpopulationen leider schon um bis zu 80% zurückgegangen. Dabei ist die Mikroplastikingestion, das heißt die Aufnahme der Mikroplastikpartikel mit der Nahrung, mittlerweile bei sehr, sehr vielen Tiergruppen nachgewiesen worden. Hier wieder die Historie: im Marinensystem weiß man mittlerweile, dass über 250 Arten Mikroplastik oder auch Makroplastik zusammen mit ihrer Nahrung aufnehmen, von ganz kleinen Planktonorganismen bis majestätischen Organismen wie große Mantarochen oder auch Walhaie. Bei all diesen Organismen ist mittlerweile schon gezeigt worden, dass sie Mikroplastik zusammen mit ihrer Nahrung aufnehmen. Ähnliches gilt mittlerweile für Süßgewässer. Auch hier haben wir bei unterschiedlichsten Organismengruppen gezeigt, dass sie Mikroplastik zusammen mit ihrer Nahrung aufnehmen können. Selbst Schnecken, die eigentlich die Oberfläche abraspeln nach Algen, wenn sich auf dieser Oberfläche Mikroplastikpartikel befindet, nehmen sie den mit ihrer Nahrung auf. Auch wer diese Organismen kennt, das sind Bachflohkrebse. Auch Bachflohkrebse sind eigentlich Zersetzer, die größere Blätter in kleinere Partikel zerlegen und dabei natürlich auch die Blätter fressen. Wenn sich an diesen Blättern Mikroplastikpartikel befinden, nehmen auch die Mikroplastikpartikel mit der Nahrung auf. Das heißt, alle orangen Flecken, die Sie hier sehen, sind entweder Mikroplastikpartikel im Kot dieser Organismen oder im Darm dieser Organismen. Aber auch sedimentfressende Würmer nehmen beispielsweise Mikroplastik zusammen mit ihrer Nahrung auf und filtrierende Organismen wie diese Wasserflöhe nehmen auch Mikroplastikpartikel zusammen mit ihrer Nahrung auf.
All diese Organismen sind wiederum Nahrung für höhere trophische Ebenen wie für Fische. Und aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass selbst Fische in ihrem Verdauungstrakt Mikroplastik aufweisen, auch im Süßgewässer, genauso wie im marinen Ökosystemen. Und mittlerweile gibt es auch erste Studien, die zeigen, dass auch Landlebewesen Mikroplastik zusammen mit ihrer Nahrung aufnehmen. Zum Beispiel Regenwürmer nehmen Mikroplastik zusammen mit ihrer Nahrung auf und verändern dadurch beispielsweise auch, wenn sie Mikroplastik aufnehmen, die Gänge, die sie im Boden graben, und somit wird möglicherweise auch die Bodenfunktion verändert. Und auch der Endkonsument, ich nenne es immer Top Predator, nimmt auch Mikroplastik mit der Nahrung auf. Hier gibt es mittlerweile schon eine Studie aus Wien, dass auch wir Menschen Mikroplastik zusammen mit der Nahrung aufnehmen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht es überhaupt aus, dass wir Plastik verschlucken? Denn wir verschlucken ja ab und zu auch mal einen Kirschkern und der geht auch wiederum des Weg alles Irdischen. Und ähnlich könnte es ja mit Mikroplastik auch sein. Dementsprechend gibt es aber trotzdem einige Risiken, die mit Mikroplastik diskutiert werden. Und Mikroplastik ist auch nicht gleich Mikroplastik. Und obgleich es in den Medien immer so dargestellt wird als das Mikroplastik, es gibt eigentlich nicht das Mikroplastik. Denn Mikroplastik besteht aus ganz unterschiedlichen Polymersorten mit unterschiedlicher Größe und Form, mit unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften und auch Oberflächenbeschaffenheit. Und all diese Eigenschaften können die entsprechenden Effekte bedingen. Und aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass Toxizitätsstudien zu Mikroplastik ganz unterschiedliche Ergebnisse gezeigt haben. Das heißt, es gibt Studien, die Effekte aufweisen, es gibt aber auch Studien, die keine Effekte bei der Exposition mit Mikroplastik zeigen. Zudem ist auch noch mit Bedacht zu sehen, dass sehr viele Studien zu den Effekten von Mikroplastik sehr, sehr hohe Konzentrationen von Mikroplastik verwendet haben. Das heißt, extrem hohe Konzentrationen, die weit weg von jeglichen umweltrelevanten Konzentrationen waren. Und wenn ich mich selber den ganzen Tag nur mit Traubenzucker füttern würde, würde das irgendwann auch schädliche Effekte auf meinen Körper aufweisen. Das heißt, es ist immer die Dosis, die mögliche Effekte natürlich auch bedingt. Trotzdem gibt es Effekte, die mit Mikroplastik diskutiert werden. Zum einen die mechanische Verletzung des Verdauungstraktes durch scharfkantige Fragmente, zum anderen aber auch der Übergang vom Verdauungstrakt ins Gewebe. Und genau dieser Übergang vom Verdauungstrakt ins Gewebe ist schon bei einigen Organismen gezeigt worden, unter anderem bei Muscheln, aber auch bei Krebsen. Das heißt, dieses Mikroplastik geht nicht nur durch den Verdauungstrakt durch, sondern geht vom Verdauungstrakt ins Gewebe über und kann dort zu entzündlichen Reaktionen führen, bis hin zur Tumorbildung. Dabei haben belgische Kollegen weiter festgestellt, dass bei Muscheln aus Muschelzuchten sich pro 2 Gramm Muschelgewebe sich bis zu 1 Mikroplastikpartikel befinden kann. Und wer schon mal in Belgien war, weiß, dass Belgier gern Muscheln essen und die haben das dann hochgerechnet. Und das würde bedeuten, dass europäische Top-Consumer, zu denen auch die Belgier zählen, jährlich nur über den Muschelkonsum bis zu 11.000 Mikroplastikpartikel pro Jahr mitessen. Dabei denkt man sich natürlich, naja, so eine Muschel, der Verdauungstrakt, wo der Partikel ins Gewebe übergehen kann, sieht natürlich ganz anders aus wie unser Verdauungstrakt. Allerdings ist schon sehr lange bekannt, vor allem aus der pharmazeutischen Forschung, dass auch im Verdauungstrakt von Säugern inertes partikuläres Material vom Verdauungstrakt ins Gewebe übergehen kann. Und genau in der Größenordnung, in der wir Mikroplastik auch in der Umwelt finden. Und hier sehen Sie mal ein Beispiel. Das sind in dem Fall speziell behandelte Latexpartikelchen, die vom Verdauungstrakt ins Gewebe übergehen. Und genauso die gleichen Mechanismen könnten für Mikroplastikpartikel, die wir mit unserer Nahrung zu uns nehmen, natürlich auch wirken. Zudem ist noch überhaupt nicht bekannt, was überhaupt das Einatmen von Mikroplastikpartikeln ausmacht. Und auch hier spielt wahrscheinlich die Größe und die Form eine relativ große Rolle. Hierzu gibt es noch keine valide Untersuchung, deswegen habe ich das nur als Punkt mit angeführt. Bedeutet die Aufnahme von Mikroplastik über die Atemwege, welche Auswirkungen das hat, ist bis dato noch überhaupt nicht bekannt. Zudem wird diskutiert, dass entweder die Monomere, die in manchen Polymeren noch vorhanden sind, und die Zusatzstoffe, sogenannte Additive, zu denen Weichmacher gehören, Antioxidationsmittel oder Flammschutzmittel, ebenfalls giftig sein könnten oder eben auch hormonelle Wirkung auf den Körper entfalten könnten. Hierzu gibt es Studien, die gezeigt haben oder darauf hindeuten, dass tatsächlich Additive im Verdauungstrakt rausgehen und dann zu schädigenden Wirkungen bei den Organismen führen. Es gibt aber auch Studien, die das sehr kritisch sehen,
Das heißt, Modellstudien zeigen, dass es eigentlich vernachlässigbar ist, ob ein Plastikpartikel mit Additiven aufgenommen wird oder nicht, denn die meisten Additive gehen wahrscheinlich im Verdauungstrakt nicht in den Körper über. Allerdings gehen die Additive trotzdem in der Umwelt langsam aus den Kunststoffen heraus und manche dieser Additive sind tatsächlich hormonell wirksam und von dem her ist es natürlich schon egal, ob ein Organismus den Plastikpartikel dann aufnimmt oder ob diese Additive in die Umwelt gelangen, wenn der Plastikpartikel unsachgemäß entsorgt worden ist und dann zu schädigenden Effekten führt. Zudem wird diskutiert, ob auch Schadstoffe, die an der Oberfläche von diesem Plastikpartikel sich anlagern können, von aufnehmenden Organismen, die diesen Plastikpartikel fressen, in erhöhter Dosis aufgenommen werden. Auf die Idee ist man gekommen, hier sehen Sie mal, wo überall diese Rohplastikpellets gefunden wurden, da japanische Kollegen anhand dieser Rohplastikpellets untersucht haben, wie hoch die Kontamination von unterschiedlichen Schadstoffen in den einzelnen Gewässern ist. Und haben dabei gesehen, dass die Konzentration dieser Schadstoffe an den Rohplastikpellets höher ist wie im umgebenden Wasser. Und dann ist die Idee entstanden, wenn ein Organismus jetzt diesen Plastikpellet frisst, ist eine höhere Schadstoffkonzentration ausgesetzt, als wenn er sich nur in dem Wasser befinden würde, in dem dieser Schadstoff sich befindet. Auch hierzu gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass das möglicherweise der Fall sein kann. Aber es gibt auch wiederum Studien, die das sehr kritisch sehen, denn die meisten Studien, so wie sie durchgeführt worden sind, bedingen, dass der adsorbierte Schadstoff sich im Wasser wieder desorbiert und von dem her der Organismus wahrscheinlich nur dem Schadstoff im Wasser ausgesetzt worden ist und nicht dem Plastikpartikel, wo der Schadstoff dran ist. Das heißt, auch das wird momentan sehr kontrovers diskutiert. Ein weiterer Aspekt, der sehr stark in der Diskussion momentan ist und was ein mögliches Risiko von Mikroplastik tatsächlich ist, allein nur durch die reine Darmpassage, kann Mikroplastik Auswirkungen auf das sogenannte Darmmikrobiom haben. Das ist unsere, salopp gesagt, Darmflora. Und dabei wurde schon sowohl bei Mäusen als auch bei Fischen gezeigt, dass allein nur durch die Aufnahme von Mikroplastik sich das Darmmikrobiom ändern kann. Und das Darmmikrobiom ist sehr wichtig für unser Immunsystem, aber natürlich auch für die Aufnahme von Nährstoffen. Und dementsprechend ist eine Änderung des Darmmikrobioms natürlich dann eben auch gesundheitsschädlich. Und dies ist gerade in Diskussion. Zudem könnte Plastik natürlich auch als Vektor für sogenannte invasive Arten dienen und natürlich auch Krankheitserreger. Denn Plastikpartikel, wie Sie am Anfang des Vortrags gehört haben, sind relativ stabil und können über lange Strecken transportiert werden. Und deswegen können sich Organismen an diesen Plastikpartikeln anhaften und dann von einem Ökosystem ins andere transportiert werden. Und es können natürlich auch Krankheitserreger über längere Strecken dann mit dem Mikroplastik transportiert werden. Und Kunststoffe haben noch eine weitere indirekte Auswirkung, was bis dato noch nicht bedacht worden ist, vor allem auf aquatische Ökosysteme. Denn wie wir vor kurzem zeigen konnten, können Kunststoffe auch die Kommunikation zwischen Organismen stören. In aquatischen Ökosystemen kommunizieren sehr viele Organismen mittels chemischer Botenstoffe und diese chemischen Botenstoffe adsorbieren ähnlich wie die Schadstoffe an diesen Kunststoffpartikeln und stehen dann den Organismen nicht mehr zur Verfügung. Und dementsprechend können hier am Beispiel der Wasserflöhe gezeigt, das sind genetisch identische Organismen, wenn die ihren Räuber in Anführungszeichen riechen, bilden sie riesige Verteidigungsstrukturen aus. Und wenn sie ihren Räuber nicht mehr riechen, wenn Plastik im Wasser ist, da sich diese Botenstoffe dann an dem Plastik anlagern, bilden sie ihre Verteidigungsmechanismen nicht mehr aus und das kann zu ganz drastischen Veränderungen oder könnte zu drastischen Veränderungen im gesamten Nahrungsnetz eben auch führen. Das bedeutet, sehr viele Fragen bezüglich Mikroplastik sind tatsächlich noch offen. Im Prinzip wissen wir weder, wie viel Plastik sich tatsächlich in welchen Größen und Formen sich in der Umwelt befindet, noch wissen wir, welche Auswirkungen Plastikmüll tatsächlich auf Ökosysteme und unsere Gesundheit hat. Und dementsprechend gibt es hier noch sehr dringlichen Forschungsbedarf. Und dieser Forschungsbedarf wird mittlerweile durch einen neuen von der DFG geförderten Sonderforschungsbereich untersucht, mit dem relativ sperrigen Titel. Ich weiß, der Titel stammt von mir, deswegen muss ich ihn vorlesen. Das ist Gesetzmäßigkeiten der Bildung, des Transports, des physikalisch-chemischen Verhaltens sowie der biologischen Effekte von Modell zu komplexen Systemen als Grundlage neuer Lösungsansätze. Das heißt, dankenswerterweise hat die DFG diesen gefördert. Und was machen wir in diesem Sonderforschungsbereich? Der hat gerade erst begonnen, deswegen kann ich Ihnen hier natürlich noch gar keine Ergebnisse zeigen. Und deswegen ende ich jetzt auch mal ganz kurz den Foliensatz.
Der Ausgangspunkt des Sonderforschungsbereiches, das haben Sie schon gesehen, Mikroplastik ist nicht gleich Mikroplastik, sondern besteht aus ganz unterschiedlichen Polymertypen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Und alle diese Eigenschaften werden beeinflusst und beeinflussen wiederum den Abbau der Kunststoffe in der Umwelt, das Umweltverhalten, das heißt, wie diese Kunststoffe in der Umwelt transportiert werden, sowohl in Luft als auch im Wasser als auch im Boden. Und diese Eigenschaften beeinflussen natürlich auch die biologischen Effekte und biologische Interaktionen. Dementsprechend wird der SFB sehr komplexe Zusammenhänge untersuchen und aus dem gemeinsamen Erkenntnisgewinn bezüglich der Prozesse und Mechanismen, die hinter den biologischen Effekten stehen, die hinter dem Abbauverhalten stehen und die hinter dem Verhalten und der Migration der Mikroplastikpartikel in der Umwelt unterliegen, werden wir dann in der Folge versuchen, die umweltrelevanten Eigenschaften von Mikroplastik zu identifizieren, die tatsächlich Effekte in der Umwelt bedingen. Und dies wird die Grundlage sein, um zum einen das Umweltrisiko von Mikroplastik tatsächlich fundiert einschätzen zu können. Das heißt, welche Eigenschaften von den Kunststoffprodukten haben tatsächlich Effekte auf Ökosysteme und unsere Gesundheit. Und wird auch die Grundlage dazu bilden, neue Kunststoffe zu entwickeln, die Eigenschaften aufweisen, die dann, falls diese Kunststoffe in die Umwelt gelangen, beispielsweise durch Abrieb, keinerlei negative Effekte mehr auf unsere Umwelt haben werden. Ich weiß, das ist ein hehres Ziel. Dazu braucht es ein hohes Maß an Interdisziplinarität. Und dieses hohe Maß an Interdisziplinarität ist tatsächlich an der Universität Bayreuth vorhanden. Denn wir verbinden zum ersten Mal tatsächlich die Ökologie und die Umweltwissenschaften zusammen mit der Polymer- und Kolidforschung. Denn es wird wichtig in der Zukunft sein, dass nicht nur die Ökologen immer sagen, ja, das war aber schlecht, was wir entwickelt haben, sondern dass man von der Ökologie aus bereits mit da integriert ist, wenn neue Materialien tatsächlich entwickelt werden sollen. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern und es stellt sich die Frage, was jetzt? Das heißt, was sollen wir jetzt eigentlich schon tun? Denn wir finden natürlich jetzt schon viel Plastik in der Umwelt. Zum einen natürlich das Bewusstsein wecken für die Thematik, und das ist auch einer der Gründe, warum ich heute hier stehe. Natürlich bei der Plastikindustrie, bei denen, die die Plastik oder die neuen Kunststoffsorten natürlich auch entwickeln, bei den Entscheidungsträgern und natürlich auch bei der breiten Öffentlichkeit. Denn jeder Einzelne kann auch ein bisschen einen Beitrag dazu leisten, und das ist hier zusammengefasst in den schönen R's: Reduce, Refuse, Reuse, Recycle, Repair and Rethink. Denn jeder sollte versuchen, ich befürchte, am Rhein wird es oftmals ähnlich so aussehen in den Rheinauen, jeder sollte versuchen, die unsachgemäße Müllentsorgung zu reduzieren oder ganz einzustellen. Man sollte sich überlegen, ob man bestimmte Einwegprodukte und Verpackungen tatsächlich benötigt. Man sollte natürlich Kunststoffprodukte öfters verwenden, sowohl die Flasche als auch natürlich die Einkaufstasche. Und da ist natürlich die Wirtschaft gefragt und jeder Einzelne gefragt. Das heißt, es braucht mehr Recycling, tatsächlich recyclingfähiges Material und nicht nur downcyclingfähiges Material. Und jeder sollte natürlich auch daran denken, wenn er in Urlaub fährt, wenn er die Sonnencremedose etc. Voll mitnehmen kann. In Urlaub kann er die leer auch wieder mit zurücknehmen. Denn die meisten Urlaubsdestinationen haben fast kein Müllentsorgungssystem. Und von dem her würde ich jedem anraten, seine Plastikprodukte wieder aus dem Urlaub auch mitzunehmen. Zudem sollte man sich überlegen, ob man wirklich alle 2 Jahre sein neues Smartphone braucht oder ob man ab und zu auch vielleicht mal ein bisschen länger sein Smartphone benutzen kann. Und ob man nicht zum Einkaufen wieder einen Einkaufskorb mitnehmen kann oder ob man wirklich immer bei jedem Einkauf eine Plastiktüte kaufen muss. Allerdings, das muss ich auch dazu sagen, bin ich sehr skeptisch, was den Beitrag des Einzelnen betrifft. Denn es gab bereits 1979 eine Kampagne, damals des Bundesministeriums des Inneren, die lautet: Die Umwelt erstickt in Plastiktüten, die Einkaufstasche kann es verhüten. Und wie Sie sehen, ist seit dieser Zeit relativ wenig passiert. Und das bedeutet, dass natürlich auch der Entscheidungsträger hier eingreifen muss, allerdings auch mit Bedacht. Sie haben wahrscheinlich von dem Einwegverbot ja alle gehört. Allerdings ist es natürlich schon mal ein Schritt in eine Richtung, vielleicht in die richtige Richtung. Allerdings muss man bedenken, wenn alle Einwegprodukte, die momentan aus Kunststoff hergestellt werden, aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, dass das dann von der Ökobilanz eher bedenklich ist, und ich bin mir nicht sicher, ob das dann der richtige Weg ist. Das heißt, wir müssen tatsächlich von unserer Wegwerfgesellschaft eher in eine Kreislaufwirtschaft kommen. Und damit bin ich jetzt schon fast am Ende, denn es gibt zwar Ratgeber zu besser leben ohne Plastik und mittlerweile noch besser leben ohne Plastik,
Aber wer jemals schon mal im Krankenhaus war, möchte ich diesen Vortrag beenden mit länger leben mit Plastik. Denn es ist im Regelfall nicht das Material, was schädlich ist, sondern nur unser Umgang mit diesem Material. Und damit bedanke ich mich natürlich vor allem bei der DFG für die Förderung, aber auch bei allen anderen Fördermittelgebern, bei meiner sehr aktiven Arbeitsgruppe und bei Ihnen, dass Sie mein Daumenkino tatsächlich ertragen haben. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Thank you.